Hallo, mein Name ist Alex vom Elevator. Neben mir steht Mirko. Hallo Alexander. Wie immer an meiner Seite. Und für diese Woche haben wir uns Monitorboxen ausgesucht. Aktive Studio- und DJ-Monitorboxen. Würde ich so sagen, ja. Richtig, ganz genau. Generell eins vorweg, es ist immer schwierig im Videoformat euch Monitorboxen herzubringen. Das Ganze muss man schon eher wirklich hören. Und dafür haben wir natürlich unseren Elevator DJ Store, den ihr in einem anderen Vlog schon vorgestellt bekommen habt. Und von daher kommt vorbei und hört sie euch bei uns an. So sieht's aus. Und wir wollen euch gerne einige Kauftipps mitgeben, einige Empfehlungen. Und da hätten wir einmal die Pioneer SDJ08. Können wir ja vielleicht schon von vorne weg sagen, richtig, wo die liegen. Paarpreis liegt dabei 7,99. Paarpreis. Richtig, Paar. Zwei. Ja. Zwei Boxen. So wie wir. Ein Paar. Zwei. Aber gut, weiter. Richtig. SDJ08, 799 Paarpreis, mit einer gesamten Ausgangsleistung von 150 Watt, decken ein Frequenzspektrum ab von 40 Hertz bis 20 Kilohertz. Mhm. In der Mitte haben wir aufgebaut. Ja, in der Mitte, gerade frisch erschienen die Wave 8. Ich meine von, letzte Woche meine ich. Ne? Letzte Woche. Ja, sind die rausgekommen, ja. Genau. Kommen mit einem auch Paarpreis von 499 Euro und mit einer Ausgangsleistung von 140 Watt, maximale Ausgangsleistung 140 Watt und einem Frequenzgang von, 20 Hertz bis 20 Kilohertz. Sehr gut. Ja. Also ich bin begeistert. Ich habe was auswendig gelernt. Ja. Ne? Ist richtig. Das flugt. Okay, ja. Und dann zur letzten. Die HS80 von Yamaha. Mhm. Liegt Stückpreis bei 2,69. Ja. Hat ein Frequenzspektrum von 42 Hertz bis 20 Kilohertz und eine maximale Ausgangsleistung von 120 Watt. Stückpreis? 2,69? Ja, ich glaube, ja. Habe ich doch gesagt. Ja, ja, ist gut. Alles klar. Ja, weil du mit den Preisen mal durcheinander kommst, muss das nicht auf andere. Ja, das trifft nicht auf dich zu. Nee, ja. Ist okay, alles klar. Ich würde sagen, fangen wir mit den Pioneern an. Ja, auf jeden Fall. Ich wandere mal mit der GoPro nach hinten. Ich mach mal, soll ich Musik schon anmachen? Ja, gerne. Lass mal testen. So. Man hat hier generell eine Controller-Einstellung. Und auch den Input-Switch. Ich habe, auf welchem Kanal hast du es angeschlossen? Weil das ist jetzt die Sache. Also man hat hier halt die Möglichkeit, das kannst du direkt mal mit der GoPro hier zeigen. Hier unten, hier hinten. Ja. Ist halt quasi der Input-Wahlschalter, ja? Richtig, ganz genau. Da kannst du die verschiedenen Inputs switchen. Du kannst nämlich an den SDJ08, sage ich hier nochmal gerne, du hast einen Cinch-Eingang, du hast einen Klinken-Eingang und einen XLR-Eingang. Und du verrätst mir jetzt, an welchem ich dran bin. Du bist am Klinke. Ah, okay. Da muss ich da mal hinswitchen. So, und wie ihr jetzt merkt, direkt habt ihr hier halt die Möglichkeit, über den Controller wirklich das Volumen zu steuern und habt auch die Möglichkeit, an dem Wahlschalter hier zum Beispiel einfach den Ton zu muten, was ich sehr cool finde. Und ihr habt an dem Gerät noch einen EQ, also einen Equalizer hinten mit eingebaut, den ihr auch einstellen könnt, den ihr auch über den Wahlschalter, wenn ihr länger drückt, wahlweise hinzu oder eben wieder rausnehmen. Das Ganze wird auch schon grafisch hier vorne dargestellt. Genau, wenn ich hier nochmal, ist er weg, ist er wieder da. Genau, und das ich kann halt, ja? Entschuldigung, ich wollte dir auch nicht. Es tut mir auch sehr leid. Ja, danke. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir auch leid. Bitte. Danke. ich kann dann hier halt, wie gesagt, wie ich das schon erwähnt habe, kann ich halt durchswitchen. Und kann dann wirklich hier auch grafisch meine Inputs eben abchecken. Wo bin ich gerade? Input 1, 2, 3 und 4 habe ich die Möglichkeiten halt durchzuswitchen. Und ich denke, ja. Was sagst du zum Klang? Klang finde ich, ich würde die Box halt eher im DJ-Bereich als Monitor, also DJ-Monitor. DJ-Monitore. Genau, als okay. DJ-Monitore eben verwenden. Und ich finde, die haben schönen Hi-Fi-Klang. Ja. Ne, zusätzlich. Das also stimmt. Das auf jeden Fall. Und sie klingen, also ich finde sie sehr, ja, einfach schön und brillant im Klang, würde ich halt. Sehr rund, richtig. Sehr rund, genau. Sehe ich auch ähnlich wie du jetzt mehr im DJ-Bereich ansässig, also um eure Mixe da perfekt abhören zu können. Mhm. Mit 7,99 natürlich auch nicht ganz ohne. Genau, magst du mir noch einmal kurz die GoPro geben? Gerne. Ich wollte das nochmal eben zeigen. Für den Producing-Bereich. Weiß ich nicht, weil die jetzt schon zwar einen sehr guten Einklang haben, aber es ist generell mehr im DJ-Bereich ansässig. Der Kollege Reda aus der Hotline hat diese Box auch mal als bauchig beschrieben, was man hier vielleicht ein bisschen erkennen kann. Bauchig? Bauchig, genau. Mhm. Wolltest du irgendwas dazu sagen, nein. Alexander? Das muss aufhören, Mirko. Okay, alles klar, dann gehen wir weiter.
Ich schließe mich hier ab und schließe mich da einfach an. Das ist übrigens sehr einfach, wie ihr seht, wenn ihr halt das Ding per Cinch anschließt und ein Klinkekabel habt dafür, Handy dran und es kann sofort losgehen. Also das ist schon schick gemacht. Die HS80. Wolltest du zu HS80? Achso, du wolltest, Entschuldigung, ich dachte, wir wollten erst, weil ich, das wäre praktisch gewesen. Weil es die nächste Nein, Box gewesen ist. Nein, ich mag es generell eher unpraktisch. Ja, ist okay. Ist richtig. Was jetzt natürlich auffällt, ist, wo ist der Controller? Nicht jede Box kommt mit so einem Controller an, das muss auch mal gesagt sein. Das sind schon Besonderheiten bei den beiden Boxen. Definitiv. Und die HS80 ist, ist es mittlerweile die Studio-Referenz, würdest du das so sagen können? Absolut. Ja? Also die in den 80er, 90er Jahren, da war die passive Lösung von Yamaha in Studios auf der ganzen Welt sehr beliebt wegen ihrem neutralen Klang. Bei der aktiven Lösung fällt sich das ganz ähnlich. Die haben wirklich einen sehr, sehr neutralen Klang, einen sehr ehrlichen Klang. Mag jetzt im Hi-Fi-Bereich nicht gewünscht sein, aber das wollen die auch gar nicht. Die wollen wirklich in euer Studio-Setup, wo ihr produziert, direkt neben dem Monitor oder neben euren Hardware-Geräten aufgebaut werden. Und dafür bieten die eine Raummöglichkeit zur Klangmodulation, sage ich mal, beziehungsweise um die Frequenzen auf euren Raum anzupassen. Auch Acoustic Space genannt. Richtig, genau. Auf das Wort bin ich gerade nicht gekommen. Space. Mit IQ, Room Control, High Trim und Low Cut sind Möglichkeiten, um die Boxen eurer Raumakustik anzupassen, weil jeder Raum verfügt ja über eine eigene Akustik. Das bietet die HS80. Und klingt circa so. Bist du da Lautstärke? Ja, ja. Ja. Dafür sind sie einfach gemacht. Das ist ein Song, von dem ich zufällig weiß, dass er schon fertig gemixt wurde. Und er gibt es halt wirklich genauso wieder. Das ist eben der neutrale, lineare Klang, den eine Monitorbox im Studio ausmachen sollte. Und das liefert die HS80 sehr genau. Was war jetzt nochmal die maximale Ausgangsleistung? Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Können wir das mal die Regie fragen? Regie? 120! Ich höre 120 Watt. 120 Watt, genau, richtig. Ja. Sie kommen mit 120 Watt und bietet auf jeden Fall ordentlich was. Ja, dann kommen wir weiter. Zum Reloop. Richtig, auch hier connecte ich mich mal eben einfach so. So. Auch hier haben wir einen Wahlschalter. Richtig, den External Wave Controller. So heißt es? Ja, okay. Genau. Auch Fremdwörter. Laut Produktbeschreibung. Ist das der External Wave Controller? Auch hier haben wir die Möglichkeit, halt die Lautstärke zu regulieren. Das kann ich mal hier kurz zeigen. Hm? Bequem das über machst den, du sehr gut. Danke. Irgendwas muss ich ja können. das mache ich also bequem über den Wahlschalter hier, beziehungsweise den Drehregler. Was kann ich noch darüber? Ich kann den Sound muten, auch einfach. Und ich kann auch genauso gut hier über meine Inputs quasi auswählen, weil ich habe hinten an der Box, das könntest du ja mal zeigen. Da steige ich jetzt ein. Ja. Und zwar haben wir Klinke, wir haben XLR und wir haben Cinch. Und wenn ich schon mal jetzt auf der Geräterückseite bin, ähnlich wie bei der HS80 haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Boxen euren Raum anzupassen, sei es durch HF Trim, das ist für die Höhenwiedergabe, Acoustic Space, verleibt den Ganzen ein bisschen mehr Space. Acoustic Space. Also mehr Raumfülle, sage ich mal. Und der Cut-Off, der entweder den Bass ein bisschen flacher wiedergibt oder anhebt. Genau, richtig. Zum Klang sei gesagt, was uns im Test aufgefallen ist, es ist irgendwo eine Mischung aus beiden Welten. Es ist so ein Allrounder, würde man fast sagen können. Es ist auf jeden Fall ein Allrounder, den ihr sowohl als DJ-Monitorbox benutzen könnt, sowie aber auch in eurem Studio. Und das, finde ich, ist ein gelungenes Produkt in dem Fall und gibt euch eben beide Möglichkeiten zu einem knackigen Preis, würde ich sagen. Also ist ein Schmankerle auf jeden Fall. Wenn wir das jetzt nochmal kurz eben durchgehen, nur die Preise jetzt, nicht nochmal alles, das wird schwierig und kritisch für uns. 799 Euro Paarpreis Pioneer. Das sind 499 Paarpreis Reloop. HS80, nein, Spaß. HS80 für Stückpreis 269 Euro. Ja, ich würde sagen, als Fazit sei gesagt, was denkt ihr? Denn das würde uns auf jeden Fall interessieren. Habt ihr Erfahrung vielleicht schon mit den Boxen? Interessiert euch noch was dazu? Generell, was ist eure Meinung? Lasst uns das wissen, schreibt uns das als Antwort, als Nachricht, als Post, wie auch immer, zu diesem Beitrag. Richtig, weil Monitorboxen immer auch eine subjektive Angelegenheit sind. Sehr subjektiv, wie gesagt. Brennend eure Meinung. Ansonsten und wie gesagt, die Möglichkeit, vorbeizuschauen, besteht. Und fragt Patrick nach einem Kaffee. Ja, würde ich sagen, das war für diese Woche unser Vlog. Würde ich auch sagen. Verabschieden wir uns. Sollen wir uns die Hand geben? Nee, irgendwie nicht, oder? Bis nächste Woche. Ja.